Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur Fortsetzung für den Ghostbusters Ecto One, dem, ja, meinem zweiten Modell, aber dem neu erschienenen unter dem Verlag Fanhome. Ja, und zwar natürlich, warum die zweite oder beziehungsweise warum die Fortsetzung? Ja, wir hatten ja, oder ich hatte in der letzten Ausgabe ja das Video 23 bis 26 angefangen, aber nur die Schritte, die wir machen konnten, weil mir die Lieferung 7 noch gefehlt hat. Und die hat es dann, kleine Geschichte vorweg, irgendwann mal geschafft. Also nachdem ich dann den Support angeschrieben habe. Und dann sind ganz lustige Dinge passiert. Also, das erste, ich habe in der bei fanhome.de in meiner Kontoübersicht geschaut, was ist denn eigentlich mit dem Paket los. So, dann habe ich gesehen, es wurde zurückgesendet, obwohl nie irgendwann mal der Postler oder der Capleister bei mir zu Hause war, um das Paket abzugeben. Es wurde einfach, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, retourniert. Also es kam nicht mal nach Deutschland an, laut dem Tracking, weil das Lager ist ja in der Tschechei. So, also ich das Paket nochmal neu geordert, alles klar, kam. Ein paar Tage später war das bei, oder die Lieferung 6, also in dem Fall jetzt hier Heft 7, mit den Ausgaben 19 bis 22 bei mir da. So, ich voller Freude, jawohl, endlich, ich kann euch den Rest zeigen. Aber die Freude währte nicht lang, denn ich hatte die Ausgabe 119, 20, 21, 22. Also musste ich natürlich wieder den Support anschreiben und dem jetzt erstmal erklären, hey, in meinem Paket war nicht die Ausgabe 19, sondern die Ausgabe 119 drin. Und ja, jetzt war das natürlich wieder oder fast eine Woche vergangen, nachdem ich das Ticket geschrieben habe. Aber trotzdem, sollte man nicht vergessen, der Kundenservice ist wirklich super. Vor allem mit der Live-Chat-Funktion ist das wirklich eine super angenehme Sache. Weil ihr kopiert da einfach bloß eure Bestellnummer raus von der jeweiligen Lieferung, was ihr haben wollt. Und kopiert die einfach rein in den Chat, sagt abschicken und dann kommt dann jemand in den Chat und dann könnt ihr mit dem direkt schreiben. Also super angenehm, der Kontakt. Und ja, auf jeden Fall hat er mir die Ausgabe, nur die Ausgabe 19 nochmal nachgeschickt. Und ja, die kam jetzt heute zum Glück an. Fragt nicht, wie das Paket ausgesehen hat. Das war zur Hälfte eingedrückt und fast demoliert. Also ich war schon kurz davor, den Dienstleister anzuschreiben, also der das Paket liefert. Fernung kann ja da nichts dafür. Und mir quasi das Paket in Rechnung stellen zu lassen. Und ich habe noch, zu meiner Frau gesagt, garantiert ist in diesem Karton die Nachlieferung für den Ghostbusters. So, ich fahre rüber ins Studio, wo ich jetzt gerade bin, mach das Paket auf und tatsächlich die Ausgabe 19 liegt drin. Aber zum Glück ist die Ausgabe 19 nur ein riesengroßes Metallteil, was dank des Plastikblisters keine Blessuren davongetragen hat. Und ja, jetzt können wir endlich weiterarbeiten. Also, jetzt kommt dann tatsächlich Ausgabe 19 bis, ich nenne es jetzt mal 26, denn wir werden natürlich die ganzen Arbeitsschritte, die wir in dem letzten Video nicht machen konnten, natürlich jetzt noch aufholen. Und ja, dazu lade ich euch natürlich rein, nach meiner kurzen Vorgeschichte, dem kurzen Geplänkel hier vorweg, ja, dem Abo, ein kostenloses Abonnement dazulassen und natürlich auch dem Video gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben. So, ihr Lieben, also im Großen und Ganzen sind das jetzt keine komplexen Arbeitsschritte, aber halt wichtige Bauelemente, die mir halt, wie gesagt, gefehlt haben und ohne die man auch nicht weiterarbeiten kann. So, denn wir haben nämlich hier schon den ersten Teil oder den nächsten Teil des Chassis, weil das Chassis nämlich hier aus sehr vielen Komponenten besteht. Was ich sehr gut finde, weil es den Transportweg einfach erleichtert. Nachteil ist natürlich, dass es halt ein paar Ausgaben mehr sind am Ende, ne? So, wir sollen jetzt als erstes die hier so eine Bremsleitungshalterung, oder da kommt, glaube ich, nachher die Bremsleitung drunter, einmal hier festschrauben. Und das machen wir mit den zwei mitgelieferten BM-Schrauben. So, müssen wir nochmal ein bisschen abwägen, welchen Schraubendreher man nimmt hier. So, also, die schrauben wir hier einmal fest. Und wie gesagt, wenn ich mich nicht ganz irre, kommen da nachher die Bremsleitung drunter.
So, damit haben wir jetzt eine wichtige Komponente, die mir gefehlt hat, bevor ich nämlich mit den nächsten Heften weitermachen konnte. So, und die hole ich jetzt mal eben her. Das war der falsche Karton. Wo habe ich sie denn jetzt? Hier. Ja. So, da sind die nächsten Teile. Und da seht ihr nämlich, ich habe nämlich hier die 119 drin. Also falls die 119 jemand braucht, mich einfach mal anschreiben. Gegen Übernahme der Versandkosten könnt ihr das die Folge hier geschenkt haben. Ne? Oder gegen kleinen Unkosten beitragen, gegen eine kleine Spende. Lasse ich euch das zukommen hier, falls das Heft 119 jemand braucht. Ansonsten fliegt es in die allerwerteste. So, jetzt gucken wir mal, das ist 22, 21, 20. So, da gibt es nämlich hier die nächste Chassisplatte. Dann zweimal Bremskleidung. Diverse Halterungen und sehr viele Schrauben. Okay, so als erstes die zwei Teile hier zusammenfügen. So miteinander verschrauben und zwar mit CM. So, wenn das zusammengeschraubt ist, fügen wir hier hinten noch die zwei Details ein, ne? Also diese zwei Halterungen, wo wir nachher die Bremsleitung einbauen. Und der nächste Schritt, den wir machen, ist das Ganze einmal jetzt hier die Motorengruppe zu nehmen. Wir drehen das einmal wieder rum und fügen das Ganze jetzt hier an und verschrauben quasi diese zwei Löcher hier vorne auf diesen zwei dicken Schraubungen, hier direkt neben dem Getriebekasten. So, und das Ganze machen wir hier hinten mit LM-Schrauben und hier mit EM-Schrauben. Ach nee, halt mal, hä? Mache ich es jetzt gerade falsch? Nee. Schon richtig. So, also machen wir erstmal die LM-Schrauben rein. Ich muss nämlich, glaube ich, gleich von der anderen Seite das Ganze festziehen. Wie gesagt, bei meinem ersten ist schon ein paar Tage her, wo ich den so erstmal so weit hatte. Okay, also einmal hier rein. Dann 2, 3, 4. Und dann müssen wir das Ganze einmal umdrehen und von der Unterseite noch mit vier Stück EM-Schrauben sichern. Ah, ich sehe gerade, dass hier vorne auch LM-Schrauben rein müssen. Okay, also sechs Stück LM. Und dann drehen wir es einmal rum und dann müssen wir es von unten noch mit EM-Schrauben sichern. Alles klar, mache ich eben. So, also Bodenblech ist verschraubt. Ich habe jetzt auch schon noch die zwei Bremsleitungen hier eingesetzt. Und zwar habt ihr zwei verschieden lange Schläuche. Der lange wird einmal hier von der Seite hier auf den Nupsi draufgesetzt, hier hinten durchgeführt, hier vorne an den Verteiler angeschlossen und das gleiche dann auch mit der kurzen Leitung einmal durchführen an den Verteiler ran. So, jetzt haben wir natürlich noch mit der Stage 21 hier die nächsten Bauteile und zwar fügen wir mal als erstes, also ich gehe jetzt mal kurz weg von der Reihenfolge der Bauanleitung, setzen wir mal als erstes hier
die zwei Teile hier für die Welle zusammen und schrauben das Ganze mit IP 4 Stück zusammen. 1, 2, 3, 4. So, die drehen wir hier einfach nur kurz und schmerzlos rein. Okay, so, dann haben wir jetzt hier zwei Kreuze und zwei Gelenke. Dafür brauchen wir ebenfalls wieder IP-Schrauben, jeweils zwei Stück, 2, 3, 4. Und die setzen wir jetzt hier in die Kreuze ein. Andersrum, die Kreuze hier in die Aufnahmen. So, verschrauben das hier mit den IP. Und fügen die dann gleichermaßen hier wieder hinten an, beziehungsweise dann hier auf der anderen Seite. So, einmal da und einmal auf der anderen Seite. So. Dann mache ich die andere Seite fix alleine und wir haben jetzt hier noch ein großes Metallteil, das muss hier hinten noch rein und zwar so herum, dass ihr quasi hier diese zwei Schraubaufnahmen hier passenderweise drüber habt. So, und dann schrauben wir das hier rechts und links noch mit hier unten mit EM-Schrauben fest und wenn wir den Wagen dann einmal richtig rumdrehen, machen wir das Ganze noch mit 4 Stück CM-Schrauben fest. So, Ausgabe 22 habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Ne, wird jetzt hier bloß der, dieser Stützrahmen hier in der Mitte noch eingeschraubt, einmal unterseitig, oberseitig hier hinten und unterseitig hier an den Seiten und dann wird hier noch dieses kleine Detail noch eingeschraubt mit EM. Und damit können wir jetzt zum Aufholen der nächsten Bauschritte kommen. Und zwar schauen wir uns das nochmal ganz kurz in der Wiederholung an. Stage 23 war der Abschnitt, ne, dass wir hier diese zwei Körper hier anschrauben. Dann die Radkästen drauf. Dann müssen wir jetzt hier an der Stelle weitermachen, nämlich den Kasten jetzt hier hinten anbauen. Und zwar wird das Ganze jetzt hier hinten verlängert. Jetzt gucken, dass ich die richtigen Löcher treffe. So, na, wo sind sie? Ich treffe die Löcher nicht. Achso, ja, ich habe sie auch falsch rum. Sagt aber auch keiner was, ne? So, also. So herum wird ein Schuh draus. Also, LM-Schrauben kommen da rein. Genau, dann wird, wenn wir den festgedreht haben mit CM, dann LM-Schrauben, dann wird der Rahmen hier noch einmal so drunter, halt andersrum, so herum hier drunter gebaut als Stütze. Und den Schritt mache ich mal eben und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, der ganze Unterbau ist jetzt montiert und damit springen wir zu Ausgabe 24, indem wir jetzt hier die zwei Radkästen montieren. Die passen hier schlüpfenderweise in eine Richtung nur drauf und die werden wir jetzt hier mit DM-Schrauben, NM- und CM-Schrauben einmal befestigen. Und genau, den nächsten Schritt haben wir dann schon gemacht. Das wäre dann nämlich hier der Luftfilter. Das heißt, ich mache jetzt erstmal fix die zwei Radkästen weg. Fest und dann geht es schon mit der Ausgabe 25. 25 haben wir auch schon fertig. Genau, 25 müssen wir nur ein Stück Schlauch noch anschließen. Das können wir danach gleich machen. Denn das muss nämlich dann hier dran an den Radkasten.
Genau, und dann können wir zum Schluss dann noch die ganze Baugruppe dann hier vorne im Modell noch einfügen. So, ne? Aber dafür brauchen wir halt, wie gesagt, erst die Radkästen. Deswegen konnte ich den Schritt noch nicht machen. So, ihr Lieben, also hier ist jetzt das eine Stück Schlauch aus der Ausgabe 25. Das wird hier auf diesen kleinen Zapfen aufgesteckt. Und der geht dann, glaube ich, später hier zur Batterie. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher. So, dann haben wir ja vorbereiteterweise die ganze Baugruppe hier, ne? Vom letzten Mal noch. Und genau, die setzen wir jetzt einmal. Ach, das ist nicht die Batterie, sondern hier der kleine Kasten, wo das reingeschlossen wird. Setzen wir das Ganze jetzt einmal hier rein. Und müssen das, jetzt müssen wir schauen, wie das hier war. Ich glaube nämlich, dass man hier unten die zwei Löcher nämlich treffen muss, die hier unten sind. Ah ne, die zwei Stifte müssen hier rein. So rum war es, genau. Also einmal da rein und den anderen da rein. So, das runterdrücken. Dann hier oben den Gummischlauch hier oben in den Filter wieder einsetzen. Hier oben. Sich da noch nicht draufsetzen lassen. Der kleine Frechdachs hier. So. Okay, so, das Ganze verschrauben. Achso, warte mal, wir müssen hier unten auch noch den einen Gummischlauch einsetzen. Das könnte jetzt noch mal ein bisschen knifflig werden. Warte mal, gerade hatte ich eine Pinzette. Da. Und genau, den Luftschlauch hier unten, der muss nämlich auch eingesteckt werden. Der steckt da aber zum Glück schon richtig. So, und jetzt schrauben wir das Ganze hier rechts, links mit EM einmal fest. So, dann genau kommt jetzt der eine Schlauch, kommt jetzt hier außen drauf. Das wird jetzt nochmal eine Herausforderung. Wie so vieles hier an dem Modell, ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich das hier damals alles runtergebaut habe, weil ich habe das ja hier alles bei dem anderen Modell alles mit Draht gefüllt, ne, damit man die Kabel quasi besser verlegen kann. So, dann haben wir hier noch kleine Details dabei, nämlich wie zum Beispiel die zwei Anschlusspole für die Batterie, und jetzt machen wir erstmal den Anschlusspol für die Erdung. Der kommt hier außen drauf mit einer EP. So, dann fällt mir gerade hier ein Schlauch ab. Genau, der soll erstmal da runter, dass er hier nicht ständig wegfällt. Machen wir jetzt als nächstes die Anschlüsse für die Batterie.
Genau, die stecken wir da nur rein. Die passen auch immer nur in eine Richtung hier drauf. So, und dann brauchen wir jetzt noch die zwei kurzen Leitungen, die im Blister 26 drin waren, und schließen die Sachen jetzt noch hier final an. So, den habe ich gemacht. Dann kommt einer jetzt hier von dem Verteilerkasten hier zu dem Anschluss. Und der zweite von dem Anschluss zur Erdung hier auf dem Kotflügel. So. Gut, und damit haben wir, wenn ich nichts vergessen habe, alle Bauabschnitte drin. So, ihr Lieben, und damit sind wir auch schon wieder am Ende für die heutige Videofolge. Ihr seht hier den ganzen Wagen noch vor mir stehen, gerade eben von den letzten Arbeitsschritten. Und ja, wir haben jetzt tatsächlich endlich die ganzen Komponenten zusammen, dass wir das Modell jetzt tatsächlich auch mal final bis zur Ausgabe 26 haben. Und ja, damit habt ihr hier einmal jetzt das Chassis, ne? Wir haben natürlich noch eine Baugruppe übrig, die wurde jetzt noch nicht eingebaut, und zwar hier die lange Welle. Die kommt dann in einer der nächsten Ausgaben hier unten ins Modell von unten reingesetzt. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir auch die Hinterachse bekommen. Ja, und in dem Sinne, natürlich wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen. Wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, bei mir gab es ja da ein zeitliches Modell. Sehe in der Einleitung, nicht in der Anleitung. Ja, und in dem Sinne sage ich dann jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.